Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. Wir befinden uns beim Botaniker, kann man sagen. Und ja, ich weiß noch gar nicht genau, wie wir das jetzt hier alles machen sollen, aber wir sind kurz vom Boss. Und diese Pilze müssen ja für irgendwas gut sein. Man sieht, kann nicht wirklich viel machen. Wir waren schon einmal unten. Kann man auf die Pilze raufgehen? Man kann darauf stehen, den Pilzen. Au! Okay. Gut, also man muss einfach nur den Knopf drücken, um... Warte mal. Denn man muss einfach nur den Knopf drücken, zum... Na, unseren Dash, sozusagen. Das könnte ich auch hier raufgehen wahrscheinlich. Komme ich dann auch da hoch? Okay. Das ist natürlich gut gemacht. Okay, wir gehen mal hier hoch. Da kann Luigi rein. Das ist ja vielleicht das Rohr. Das ist wahrscheinlich das Rohr, was runtergeht zu dem Stern, oder? Ne, da kommen wir da raus. Ach, unten ist auch noch ein Stern. Da muss noch irgendwie einen Weg dahin führen. Okay, hier oben. Ist noch irgendwas? Ah, da. Können wir haben. Komm, schnappen wir uns. Das Gold wollen wir haben. Yes. Dem eigentlich gar nicht so viel, aber es ist natürlich schön, dass einer da ist. Der uns ein bisschen was geben kann. Ah, hier ist nichts. Hier ist ein großes Blatt. Ah, okay, jetzt kommt's hier. In die Tür rein. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass ich irgendwie noch mal irgendwo hinkomme. Ah, okay. Nicht hier wieder. Weil irgendwo muss man doch runterkommen zu diesen... Naja, zu diesem Dingbums da. Ja, wenn ich Luigi durchschicke. Aber anscheinend gibt's... Weiß ich jetzt gar nicht. Hier gar nicht hoch, ne? Nee. Gut. Oder auch nicht gut. Gehen wir erstmal hier durch. Okay, wir sind auf diese Seite gekommen, müssen darüber. Denn da befindet sich unser Knopf drin. Wenn ist noch ein Stern. Saugen wir mal. Unser Hund auf jeden Fall. Hilft ihm ja so ein bisschen. Oh. Das war natürlich dumm. Ding ein bisschen? Ja. Okay. Oh. Oh nein. Oh, wir haben Glück gehabt. Ah, pusten. Ist auch irgendwas? Oh nein! Okay. So. Oh nein, was mache ich denn da? Hätten Sie auf jeden Fall einen. Hätten Sie auf jeden Fall einen Stern? Wenn ich rüber saugen? Ah, da kann man, ich sehe, man kann da hinten irgendwie längs. Gehen wir gleich mal. Ja.
Okay. Da müssen wir Luigi haben auf der anderen Seite. Damit er das aufmachen kann, glaube ich. Perfekt. Jetzt bekommt sich der Geist und klaut uns das Ding wieder, ne? No. Ach, ist nicht euer Ernst. No. Scheiße. Kommen wir irgendwie rüber? Wir können ja irgendwie dahinter kommen. Da hinten ist ein Weg. Dann müssen wir hier unten längs. Oh, jetzt habe ich gerade gesehen, wie wir da oben längs gekommen wären. Ich hätte das Ding ransaugen können, daran habe ich nicht gedacht. Ärgerlich. Ärgerlich. Wollen wir nochmal hochrennen? Habe ich auch keine Lust so. Komm, wir nehmen erstmal das Herz mit hier. Da liegt er. Den kriegen wir locker. Ah, yes! Oh. Nein! Oh, scheiße. Okay. Was ist los? Da. Komm her, du. Cool, dass er ihn links nach links und rechts hauen würde, ne? Oh oh. Hack mich! Wenn ich hier rüberlocken, damit er sich festbeißt. Ja. Wo ist sie hin? Oh.
Oh, das wollte er nicht öffnen. Hier unten meine. Die haut er so um. Mehr, du Spacko. Okay, den hat er so umgefuttert. Ah, jetzt. Ja, komm her. Oh, komm her. Yes. Super. Da ist der kleine Button. Und eine super Gießkanne kriegen wir auch noch. Ah, okay, warte, ich hab eine Idee. Ja. Das ist spitzenmäßig. I did it. Perfekt. Wieder rausgehen hier. Welche Viecher nehmen uns her? Was soll's? Die interessieren uns nicht. So. Drücken wir unseren Button da mal rein. Das soll es auch gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.